Der Sportbild-Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Und ab in die neue Fußballwoche. Ich bin Jan-Malte Andresen. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit Roland Grahammer über seinen Ex-Verein Bayern München. Und der ehemalige England-Legionär Steffen Freund verrät uns seine Einschätzungen zum Länderspiel der DFB-Elf am Mittwoch gegen England. Thema des Tages. Es war das dritte Mal, dass der FC Bayern beim 2:2 in Mönchengladbach eine souveräne Führung nicht in 3 Punkte ummünzen konnte. Das wundert auch Ex-Bayern-Profi Roland Grahammer. Ja, das wundert mich eigentlich schon. Der Qualität gerade in der 80. Minute und noch 10 Minuten spielt, dass man hat eine sichere Führung von 2:0 in Gladbach. Dass man da die Führung hergibt, ist eigentlich schon sehr verwunderlich. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür? Nach vorne sind sie natürlich durch individuelle Spiele überragend. Hinten haben sie ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie halt doch immer laufend umstellen. Mal Lell auf der rechten Seite oder in der Innenverteidigung ab und zu mal ein paar Abstimmungsprobleme, aber es ist halt trotzdem bei der Klasse, was Bayern München eigentlich hat, ist es sehr verwunderlich. Jürgen Klinsmann, der predigt ja stets einen offensiven Stil. Fehlt ihm da die Kompetenz, auch mal ein Ergebnis schmutzig über die Zeit spielen zu können? Nein, ich glaube nicht. Nach vorne sind sie natürlich überragend, sind alle super Fußballer, aber irgendwie ist der Knackpunkt halt in der Mannschaft im Moment und keiner weiß es eigentlich so richtig, warum. Sind die teilweise auch verletzungsbedingten Umstellungen ein Grund für die wenig konstanten Leistungen der Bayern? Was meinen Sie? Das kommt hinzu. Es war Ribéry ziemlich lang verletzt. Er kommt jetzt wieder. Dann ist es Philipp Lahm auf der linken Seite verletzt. Die Mannschaft hat sich natürlich nicht richtig konzentriert einspielen können. Daher denke ich mal, dass es die Rückrunde, wenn alle wieder da sind und Verletzungen zu schon bleiben, dass eine ganz andere Rückrunde geben wird beim FC Bayern. Da müssen wir, denke ich mal, eine andere Mannschaft sehen. Ein Wort noch zur Konkurrenz, Herr Grahammer. Leverkusen und Hoffenheim haben sich nach Rückschlägen eindrucksvoll zurückgemeldet. Stehen die beiden zurecht über den Bayern in der Tabelle? Die stehen zurecht vorne. Ich sag mal, das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung. Da gibt's wenig Stars. Man sieht, da ist eine Harmonie vorhanden. Gerade in Hoffenheim, die in der Defensive ja auch nicht optimal sind, aber in der Offensive natürlich überragend. Wenn man sieht, die machen immer 3, 4, 5 Tore. Das ist natürlich sensationell. Hinten bekommen sie auch ihre 2. Aber die drehen halt einfach das Spiel, weil ich sag mal, in der Mannschaft die Harmonie da ist und Leverkusen spielt einen überragenden Ball. Man muss wirklich sagen, das stimmt von der ersten bis zur letzten Minute, von der Nummer 1 bis zur Nummer 11. Also Bruno hat da sehr gute Mannschaft, sehr gut individuell zusammengestellt und daraus eine super Mannschaft geformt. Dort hat ja die Bayern-Führung selbst die Herbstmeisterschaft zum erklärten Ziel gemacht. Wer steht denn nun zu Weihnachten auf Platz 1? Ich sag mal, es ist noch nicht vorbei. Nächste Woche kann es trotzdem, ich sag mal, aufschließen, vielleicht punktgleich werden mit beiden Mannschaften. Bayern München hat da sozusagen einfache Spiel mit Cottbus vor der Tür. Vielleicht haben nächste Woche alle 3 28 Punkte, dann schauen wir mal. Dann wird Bayern Herbstmeister. Am Mittwoch kommt es in Berlin zum Klassiker. Deutschland gegen England. Sprechen wir vor dem Hit mit dem ehemaligen England-Legionär und Europameister 96, Steffen Freund. Herr Freund, England kommt ohne große Namen. Beckham nicht da. Gerrard, Rooney, Owen, Ferdinand, Heskey, Hargrave sowie Ashley und Joe Cole. Verliert der Schlager ohne die großen Namen an Glanz? Ja, auf alle Fälle. Also wenn diese Auflistung der englischen Spieler noch dazukommt, also bei uns sind es ja im Endeffekt nur 2 Spieler, und es ist ein Freundschaftsspiel, dass man da auch mal 2, 3 neue mit dazu nimmt. Das passt schon. Aber wenn diese ganzen Topstars der englischen Nationalmannschaft wegbleiben, dann ist es einfach schade. Weil es ja doch im Endeffekt auch ein Prestigespiel ist, wo es auch aus meiner Sicht immer um irgendetwas geht. Selbst wenn es jetzt nur ein Freundschaftsspiel ist. Aber so hört sich das ja an, als wenn sie im Endeffekt mit der zweiten Garde spielen. Mit der Versager-Elf, die im letzten Jahr die EM-Teilnahme vergeigte, hat die englische Nationalmannschaft nicht mehr viel zu tun. Wie stark schätzen Sie die Engländer ein? Auf alle Fälle oberstes europäisches Niveau mit diesem Trainer dazu. Natürlich, wenn man nicht qualifiziert war für die EM, dann sagt man oder neigt man dazu zu sagen, die sind nicht europäische Spitzenklasse. Und ich glaube auch, dass mit Fabio Capello, und das zeigen ja auch die Ergebnisse, dass man jetzt auch vielleicht etwas ergebnisorientierten Fußball spielt und aus meiner Sicht die Engländer sehr gefährlich sind, gerade auch Richtung Südafrika. Da hört sich an, als hätten Sie die Engländer ganz oben auf Ihrem Tippzettel als Weltmeister 2010. Wenn das so weitergeht, wie Sie bis jetzt Ihre Qualifikation spielen, dann muss man ganz klar sagen, gehören Sie mit dazu. Ich denke, dass vielleicht so ein italienischer Trainer auch dort genau hinpasst. Zumindest macht es im Moment den Eindruck, wenn man auf die Spiele schaut, wie klar Sie auch da Kroatien beherrscht haben, auswärts. Und wie sie auch im Endeffekt die anderen Spiele klar gewonnen haben, glaube ich, dass mit den Engländern wieder zu rechnen ist. Wir sind jetzt noch nicht absolutes Topniveau, um zu sagen, sie sind WM-Favorit, aber ich denke, mit ihnen muss man rechnen. Englands Trainer will ja anstatt der vielen Ausfälle junge Leute ins kalte Wasser werfen. Auch auf deutscher Seite wird experimentiert. Bundestrainer Joachim Löw hat 3 Neulinge nominiert. Ist das in so einem prestigeträchtigen Spiel richtig? Wenn ich selber
selber jetzt Trainer wäre, würde ich auch in dieser Richtung auch genauso handeln. Das sind doch auch die Spiele, die gerade für so eine Neulinge wie die drei jetzt auch zeigen, was es bedeutet, für Deutschland zu spielen. Also ich denke, es ist genau der richtige Moment. Ich würde es auch nicht übertreiben. Ich denke, wenn so viele bei den Engländern wegbrechen, dann werden sie hoffentlich auch dafür bestraft, dass sie am Mittwoch verlieren. Weil ich glaube, dieser Mittelweg ist genau der richtige. Dass eben ein paar mit dabei sind, die reinschnuppern, und gleichzeitig haben wir aber genug Erfahrung und genug gestandene Spieler in der Mannschaft, die eben auch drei Neulinge, wenn sie dann mal ein bisschen flattern oder wenn sie zum Einsatz kommen sollten, auch aufgefangen werden. Sie sagen, England soll mit einer Niederlage bestraft werden. Ein wenig konkreter, was tippen Sie? Ich denke, dass wir die Engländer schlagen werden, und vielleicht haben wir auch dieses 1:5 noch von München im Kopf, weil die Engländer jubeln ja immer noch wegen diesem Spiel von damals. Dann sollten wir auch die Engländer hier schlagen. Das wird sicherlich keine einfache Aufgabe, das ist keine Frage, aber ich denke, dass wir uns im Endeffekt dann durchsetzen werden und 3:1 gewinnen. Steffen Freund, vielen Dank. Auch das letzte Länderspiel des Jahres 2008 können Sie natürlich live bei uns im Live-Ticker auf sportbild.de mitverfolgen. Wir sehen und hören uns Freitag wieder. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.